Guten Morgen, guten Abend und einen guten Mittag und herzlich willkommen zu Guild Wars 2. Wie versprochen, betrete ich die Instanz eine Stufe zu früh, wow. Und wir führen einen Beta-Test durch. Hey, wie lief der Beschleunigertest? Guck mal, da hinten ist ja schon Schott und fragt uns, wie es war. Naja, ne, wie man es nimmt. Willkommen an der Schwelle zur Unsterblichkeit. Das Labor ist einsatzbereit. Das Erprobungsgelände ist leer. Niemand, der verletzt werden oder unseren Ruhm stehlen könnte. Hört sich gut an. Ich bin gespannt, was der Unendlichkeitsball in kontrollierter Umgebung drauf hat. Dann seid ihr hier richtig. Wir werden die Welt, Soja und den Arkanenrat verblüffen. Einfach alle. Dann fangen wir mal an. Die Luft ist rein, der Unendlichkeitsball bereit. Schauen wir mal, was wir sehen. Aktivieren wir den Spaß direkt. Es funktioniert. Ein Portal öffnet sich. Komm schon, zeig uns die Zukunft. Achtung, das sind winzige Zerstörer. Tja, ich gehe kein Risiko ein. Schnapp sie! Wo muss ich das eigentlich machen und nicht er? Verstehe ich nicht so ganz. Das war seine Idee, die Spot attackiert, finde ich in Ordnung. Noch ein Portal öffnet sich. Bereit machen! Ach du Scheibenkleister, jetzt geht's los. Da kommt was. Fliegende Zerstörer? Das ist doch unfair! Genau, und diese fliegenden Zerstörer sind Veteranenzerstörer. Das ist das Tolle daran. Das finde ich einfach super. Und immun gegen Brennen. Noch über Zustände auf die. Er fängt das auch nicht, das ist gut. Ja, das schaffen wir, weil er einfach tankt. Das finde ich gut. Das finde ich sehr, sehr nett. Und er ist gleich tot. Er ist tot. Egal. Ach, er ist noch mit aufgestanden. Oh, perfekt. Ach, nächstes Portal. Ich glaube es nicht. Kannst du echt übertreiben, ne? Egal, wir kämpfen mit dem Stab, der ist recht stark für eine Ene. Oh. Er kann immerhin auch brennen. Sehr schön, sehr schön. Zweifelsohne haben wir Ergebnisse, aber wenn das die Zukunft ist, dann will ich hier nicht leben. Das war eine Zukunft, nicht die Zukunft. Quantenarkan gesehen, haben wir andere Potentialitäten kontaktiert, aber die Verbindung war extrem instabil. Der Unendlichkeitsball braucht mehr Energie, sonst bleiben die Portale nur kurzfristige Durchgänge, ohne die Möglichkeit, steuernd einzugreifen. Sehe ich auch so. Mehr Energie verankert und stärkt die Portale. Aber dieser Test hat gerade sämtliche Energie gekostet, die wir vom Megahedron hatten. Was wir brauchen, ist ein völlig neues Energiespeichersystem, das die gesamte benötigte Energie ohne Wiederaufladen speichern kann. Das sollte durchaus machbar sein. Lasst mich hier aufräumen. Wir treffen uns in eurem Labor und planen dort den nächsten Schritt. Okay, das haben wir geschafft. In meinem Labor treffen. Dann ist das erst abgeschlossen. Okay, dann gehen wir mal aus der Instanz raus und treffen uns. Wo ist denn mein Labor? Ach, wieder in dem Gebiet hier. Ach nein, hier. Sparen wir uns nochmal einen Kupfer.
So, ich habe übrigens was beschlossen, denn ich habe ja gesagt, ja, Berufelevel für den Charakter wird nichts werden. Ich habe beschlossen, doch, ich werde den Beruf jetzt leveln, denn ich bin ja so unterlevelt mit dem Charakter und Berufe leveln gibt einfach unglaublich viel Erfahrung. Und gestern habe ich mit meinem Onkel zusammengezockt und er meinte so, ja, ich sollte auch mal irgendwie anfangen, irgendwann auf lilane Sachen hinzubasteln, um mir einen Beruf da hochzuskillen und ja, wieso nicht, ne? Skill ich mir doch mal einen Beruf hoch. Und da auf jeden Fall dann halt Waffentechniker oder Dings, wie heißt er, ich hab's vergessen, ich muss gleich mal nachschauen, wer wann, was man mit was herstellen kann, welche Art von Waffen. Ich will ja auf jeden Fall irgendwie Stab, Zepter, Dolch. Das sind die drei Waffen, die ich sowohl für den Nekromanten als auch für den Ele brauche. Bevor ihr gleich Feuer, und dann wäre das schon optimal. Beruhigt euch. Beruhigt euch. Ihr habt was getan? Ich habe euch doch gesagt, dass der Unendlichkeitsball zu gefährlich ist. Und ihr zwei Idioten habt damit herumgespielt. Drei Idioten. Ihr arbeitet ebenfalls am Unendlichkeitsball. Und der Denker hat mehr Anspruch auf ihn als ihr. Mein Gerät sagt Gefahr voraus. Eures erzeugt sie. Das ist eure letzte Warnung. Hört auf, bevor ihr euch oder andere tötet. Ich hätte gedacht, dass sie wütender ist. Naja, ich wüsste zwei mögliche Energiequellen. Die Inquestur hat die eine, Ratsmitglied Flax die andere. Naja, Schott. Soja ist schon außer sich vor Wut. Wir sollten nicht auch noch die Inquestur und den Arkanen Rat erzürnen. Ich möchte das so sehr wie ihr, aber Soja... Wenn ihr jetzt aufhört, lasst ihr euch nur hängen. Sie möchte nicht, dass ihr wie sie endet, ein Leben lang im Schatten ihres Mentors. Das sehe ich nicht ganz so. Soja hat auch allein Großes vollbracht. Aber ihr habt recht, was mich angeht. Ich muss das zu Ende bringen. Reden wir über Energiequellen. Okay, das heißt, es ist beschlossen, auch wenn ich das nicht wollen würde. Ja, okay. Arcana Rat oder Inquestur? Ich frage mal Inquestur nach. Deren Basis konstruiert mit dem, Sachen, die... Dann hau ich doch mal... Boah, was für Folgen das haben könnte, ne? Ich muss mal überlegen, das ist keine einfache Entscheidung, ne? Entweder mit dem Arcana oder mit der Inquestur, dann lieber direkt mit den Gegnern anlegen, ne? So, was haben wir hier? Kraft. Ich wusste, ich schaff's. Zack, Level up. Sehr schön. Dann, gestern habe ich uns mein tägliches noch geschafft. Ich habe gestern Abend halt, wie gesagt, noch gespielt. Dann habe ich die Story geschafft, bin jetzt Level 14. Jetzt muss ich mal gucken, welches Level wir jetzt brauchen für die nächste Story. Ist ja schön 16, ach du Scheibenkleister. App. So, theoretisch gibt es hier ja die ganzen Berufe. Waffenschmiedstation. Ich möchte Schrott verkaufen. Ich möchte Sammelgegenstände lagern. Und jetzt möchte ich gucken, was man hier so verkaufen kann. Wie ihr seht, die sind hier so alle ein paar Kupferwerten, ne? Und jetzt gehe ich in die Handelsgesellschaft. Und dem Handelsposten zu verkaufen. So, da kriegen wir schon mal was raus. Ich dachte, das waren Zerstörer. Das Wasser da jetzt die kann ich nicht tragen. Ich kann auch zu geben. Ich finde das echt schade. Ich hätte gerne irgendwie Rüstung für mich, aber nein. Ah, gibt's nicht. Ich könnte mir mit meinem Nekromanten Rüstung machen, aber ich weiß nicht, ob sich das echt lohnt. Können wir nicht benutzen, wird verkauft. Pistole verkauft. Eisenschild verkauft. Ja, das dauert jetzt einen Moment. Verkauf. Diese verschlossenen Schwarzlöwentruhen, die kann man ja auch verkaufen. Die sind ja nur zwei Kupfer wert.
Die sind auch nichts wert, denn davon gibt es zig hunderte, aber Schlüssel dafür. Die sind seltener. Dafür kriegt man auch noch was. So diese Glyphen-Ikonen und alles. Die zum Beispiel hier, ne? Fokus und so weiter. Hebe ich auf, beziehungsweise ich werde die zerlegen, denn ich mag den Skin davon. Und der Skin ist ja ganz nett. Den kann man auf jeden Fall mitnehmen. So. Danke, das war alles. Ich möchte nochmal hier den Beutel öffnen. Wo habe ich den? Das ist Account gebunden, habe ich herausgefunden. Klar, mal ist ja auch Account gebunden. So, jetzt haben wir den Spaß, den wir nicht verkaufen konnten. Dann machen wir das noch bei dir. Ja, tut mir leid, ich will mein Inventar eben leer haben. Ach komm, jetzt das ziehen wir uns gleich noch an. Das sehen wir auch. Und Inventar und Anziehen und Bonus und das können wir nicht. Egal, Transmutationsladung. Ich habe es auch verstanden, warum das Ladungen sind und nicht mehr Steine. Und fertig. Und jetzt können wir Berufe skillen. Jetzt können wir mal hier hin. So, jetzt müssen wir den Beruf erlernen. Das ist, ja, nur eine Sache von 3 Klicks oder so. Und dann müssen wir den Beruf skillen und Astauer. Hi, Waffenschmieden. Was kann man als Waffenschmied alles herstellen? Äxte, Dolche, Hammer, Großwörter, Streitkolben, Schilde, Sigille, Speere und Schwerter. Das ist nicht das, was ich herstellen möchte. Es gibt aber noch jemanden. Den Konstrukteur. Und dann wollen wir wahrscheinlich Konstrukteur werden. Sprechen. Was kann ich alles herstellen? Zepter, Stäbe. Ach, Dolche war bei dem anderen. Aber egal, ich brauche auf jeden Fall ein Zepter als allererstes und deswegen möchte ich Konstrukteur werden. Und ich brauche da erstmal Zeug von. Sowas braucht man am Anfang immer, das ist so der Standard. Und jetzt muss ich an die Konstruktionsstation und kann anfangen, ja, die ersten Sachen zu erstellen, ne? Aha, man kann ja auch Rezensen. Mit was kann man das denn herstellen? Was braucht man dafür? Aha. Das war nur gut zu erhalten, ob sich das so lohnt. Bronzebarren herstellen. Ich werde jetzt nicht alle herstellen, aber schon nur ein bisschen. Wie ihr seht, die Erfahrung fließt. Guck mal unten noch mal den Erfahrungsbalken. Oh, jetzt habe ich doch alle hergestellt. Das sind halt hier so die Basis, ja, Teile. Die stellt man sich erstmal her. Und daraus besteht dann der Rest an Waffen und an Dings. Und ich mache das jetzt einfach, weil man sich das sowieso innerhalb von wenigen Stunden wieder alles erfahren kann. Das sind diese Anfangs-Items. Können uns dann auch ein Sammlerwerkzeug demnächst mitnehmen. Wir haben einen Erfahrungsbalken, mal gerade Party. Ihr seht oben, das ist das Berufe-Level. Je höher das ist, desto bessere Sachen kann man herstellen. Muss man das jetzt mal angucken. So, wir möchten mal Stäbe herstellen. Dazu stelle ich jetzt den Stab. Schaff. Grüner Zepter, nee. Ah, jetzt habe ich was für Zepter hergestellt. Okay. Ich glaube, so ist das so. Grüner Holzstübel. Weiß ich nicht, wie viel ich davon brauche. Ich mache mir nur die Hälfte. Geht ab bei dem Teil, ne? Geht richtig ab. So. Weil ich weiß nicht, ob ich dieses Grüne nur brauche oder ob ich da auch andere Sachen von brauche. Ich weiß es wirklich nicht.
Den Schaft haben wir, jetzt kommt der Zepterstab. Oder haben wir das schon? Nee, nee, hier, dafür brauche ich das. Ah. Ach, Mist, hier herstellen. Einmal sowas. Einmal sowas. Einmal sowas. Dann nehmen wir auf jeden Fall auch... Dann gehen wir jetzt erstmal hier hin. So, jetzt haben wir den grünen Stabschaft und das ist falsch. Ich weiß nicht. Stabkopf dann am besten. Ne? Stabkopf. Aha, und Stabschaft. Und dann können wir jetzt noch hier eine vitale grüne Inschrift reinstellen. Und das levelt unglaublich. Jetzt haben wir von diesem Zepterstab da ein bisschen zu viel erstellt. Dann brauchen wir auch noch den Zepter... Fokus, Stabkopf, Stab, Zepterkern. Eins, zwei. Und hauen einfach das zusammen rein. Und das dazu herstellen. So. Schließen. Jetzt haben wir Berufslevel 25. Ich möchte aber eben auch noch das hier loswerden. So. Wir haben jetzt jeweils Level 10er Waffen erstellt. Die sind für uns schon tragbar. Ich guck mal gerade, was ich gerade für eine Waffe drin habe, welches Level die hat. Zum Beispiel eine Stufe 8er Waffe. Jetzt kommen wir hier 172er Stab. Habe ich jetzt einen Stab hergestellt gerade? Ja, habe ich. 180er Stab. Der plus Vitalität gibt. Plus Kraft zum Beispiel haben wir hier auch erstellt. Da muss man halt gucken, was ist. Also... Ja, hier welches... weil von diesen Handwerks... Von diesem Fokus eigentlich. Nein, hä, wo ist denn das jetzt? Inschriften, genau. Hier, da steht immer bei... Plus Heilkraft. Plus Präzision. Plus Zustand. Plus Zähheit. Plus Kraft. Zum Beispiel könnte ich mir jetzt hier einfach nur Plus Kraft immer machen, weil Plus Kraft halt, ne, will ich ja spielen. Aber das hier gibt noch Erfahrung. Ne? Es gibt hier mehr Erfahrung halt. Deswegen werde ich jetzt erstmal hier Plus Heilkraft bzw. Präzision, was nehme ich denn da? Zustandsdauer, Zähheit. Dann nehme ich jetzt einfach die Heilkraft. Und stelle auch sowas her. So, zack. Dann... Wenn man einen Stab einmal zum Beispiel erstellt hat, dann kann ich den hier herstellen. Steht hier direkt, wie ich den herstelle. Da hätte ich auch Level 5er Stäbe erstellen können, aber die brauche ich nicht unbedingt. So, jetzt muss ich immer noch den Basis erstellen. Was können wir denn zum Beispiel als Unterwasser haben? Ein Dreizack. Da können wir uns direkt einen herstellen. Mit einem Dreizackkopf. Oh. Doch, haben wir hergestellt. Und einem Dreizackschaft. Und dann brauchen wir... Die Inschrift haben wir schon, stimmt, so. Dann tun wir das wieder zusammen hier rein. Klicken auf Herstellen und zack! Haben einen heilenden Dreizack. Den wir noch nicht tragen können, weil er für Level 15 ist. Okay, gut, das habe ich nicht bedacht. Okay. Denn, das wusste ich, habe ich gerade wirklich nicht gedacht. Diese vier Teile hier, die hier noch gelb sind, die mir also noch Erfahrung geben. Damit erstellt man direkt Waffen für Level 15. Mit denen darunter erstellen wir noch Level 10er Waffen. Das heißt, eine Waffe, die ich jetzt tragen wollen würde, was? Die müsste ich damit herstellen. Und da ich mir ja noch einen Dreizack unbedingt brauche, ne, unbedingt herstellen muss, mache ich das sofort und zwar daraus. Dankeschön. Und den haben wir dann auch direkt rein. Dann kriegen wir einen plus Kraft-Dreizack. Und den können wir tragen. Und wie geht's Inventar? Rüsten ihn aus. Wir haben den tollsten Skin der Welt geschaltet. Übrigens, das sind auch Handwerksmaterialien, die kann ich wieder lagern. Nur die Dübel nicht. Frag mich nicht warum. Ich weiß nicht, ob ich die Dübel gerade nicht lagern kann. Nun ja, so mache ich jetzt weiter. Was möchte ich denn noch produzieren? Ein Stab mit Heilung war da noch gerade, könnte ich mir erstellen. Ne? Mhm. Guck ich schon mal gucken, ich weiß es gerade nicht auswendig. Oder machen wir einfach Zustandsdauer, weil Heilung brauchen wir nicht unbedingt. Winzige Schneeflocke. Scheibenkleister, wo sammle ich den Spaß denn? Lassen wir das, ich habe keine winzigen Schneeflocken. Deswegen einfach nur den Stabkopf hergestellt. Den Stabschaft hergestellt. Und den Spaß entdecken. Und zack, Level 15er Stab ist erstellt. Sehr schön.
Jetzt brauche ich auf jeden Fall noch einen Fokus. Dazu brauche ich erstmal hier für Kraft. Ein Fokusgehäuse. Den Fokuskern, den ich gerade erst nicht gefunden habe. Und dann haben wir das. Das ist eine Level 10er Waffe jetzt. Ich habe hier Kraft genommen, das ist ein Level 10. Herstellen und zack. Da ist der mächtige grüne Fokus fertig. Jetzt geht uns so langsam aber sicher das Material aus. So, jetzt haben wir ja kaum nur noch, können wir das ja nur noch kaum herstellen. Jetzt muss ich gucken, wie viele Holzplanken ich noch habe. Nur noch 3 Holzplanken. Dafür noch ganz viel Holzdübel. Dann habe ich mir so viel Dübel gemacht. Identifizierte Farbe habe ich auch noch. Was haben wir denn jetzt alles hergestellt? So den Fokus. Den Stab, den ich später trage. Ach, ich habe mir ja ein Zepter hergestellt, ne? Kraftzepter, Kraftfokus. So. Können wir jetzt halt immer wechseln mit diesem Stab. Das ist der Stab, den wir dann das nächste Level tragen. Das ist der Dreizack, den wir im nächsten Level tragen. Das verkaufe ich. Das verkaufe ich. Das verkaufe ich alles drei. Dann mache ich mal hier nach oben, dann kann ich das nicht verwechseln. Das möchte ich nachher verkaufen. Dolche können wir ja noch nicht herstellen. Das geht ja nur bei dem anderen Beruf, bei der Waffenschmied. Wir hätten Überlegung, das auch zu machen, aber wahrscheinlich brauche ich dort auch wieder Kupfer. Und ich habe mein ganzes Kupfer ja jetzt hier schon verwendet. Ich kann es aber trotzdem mal mir angucken. Ja, direkt hier, ne? Ich guck mal, was genau der Waffenschmied herstellen kann. Dann werde ich mich aber auf jeden Fall auf den Dings, also auf Stäbe und so fokussieren und den Dolch erstmal. Danke, ich bin jetzt ein Waffenschmied. Und Zinnbrocken habe ich schon gekauft, ne? Egal, den habe ich schon beim anderen Händler gekauft. Jetzt ist halt die Frage, können wir diese Station... Brauchen wir jetzt hier Bronzebarren? Ach, hier brauchen wir genau die gleichen Materialien. Ach, das ist doch gut. Aber guck mal, wir brauchen mal gerade nur Bronze anscheinend, oder? Perfekt. Bronze, Dolchheft. Natürlich ist jetzt natürlich der Nachteil hier an dieser Stelle. Es geht mir gerade nur um die Erfahrung. Aber diesen Beruf bekommen wir alleine schon, weil wir wieder keine niedrigen Materialien herstellen können, nicht so hoch gelevelt. Das heißt, ja, ich kriege den Beruf gar nicht so hoch. Ne? Ich will jetzt einfach nur hier noch ein bisschen Erfahrung von meinem Level sammeln. Ist so. Klingt komisch. Ist aber so. So, die können, die werden mir jetzt wahrscheinlich angezeigt, weil ich die ja schon mal herstellen konnte mit einem, mit dem anderen auch. Wusste gar nicht, dass die sich hier so zusammen sind. Das war jetzt ein Fehler, was ich gemacht habe. Weil eine neue, ganz neue Waffe entdecken gibt immer mehr Erfahrung. Als eine schon bekannte zu herzustellen. Und deswegen stelle ich jetzt hier die neue. Einfach erstmal Dolche. Nochmal einen Hammer erstellen oder Stiel. Aha. Schildbuckel, komm, Schild. Schildstütze. Alles die Komponenten und da wollen wir ordentlich Kraft reinballern. Ist ja für einen Krieger, der muss ja Schaden machen. Der muss im Nahkampf und der muss alles kaputt hauen nach vorne. So. Das haben wir noch nicht. Dolch, noch ein Dolch. Ich will noch ein Dolch, ich hab noch keinen. So. Machen wir das so. Wie ist denn das Leben? So. Nicht schlecht. Zack, herstellen und... Okay, also den Beruf hochzukriegen ist natürlich dadurch, dass wir jetzt hier diese kleinen Unterprodukte quasi nicht mehr herstellen können, weil wir das schon beim anderen Beruf gemacht haben. Ist natürlich jetzt mühsam und wird lange, lange dauern. Aus dem Grund mache ich das nicht.
Ich meine, wir können uns mal dort angucken, wie es jetzt aussieht, wenn man Dolch-Dolch kämpft. Das haben wir ja noch nicht gemacht bisher. Dolch-Dolch sind die Fähigkeiten. Dolch in die zweite Hand und Zepter in die erste Hand. Sieht so aus. Oder ein Fokus. Ich muss gerade überlegen, was ich nehme. Fokus? Wo ist hier mein Fokus? Ist der Fokus, den ich hergestellt habe? Ja, ist es. Möchte ich das Schild eher haben oder möchte ich eher noch mehr Schaden haben? Gute Frage. Natürlich jetzt hier voll Nahkampf dann. Natürlich. Nee, dann gehe ich doch mal auf das Zepter. Plus 7 Kraft. Okay, jetzt muss ich noch gucken, was ich davon verkaufe und was nicht. Den Kraftdolch möchte ich nämlich noch nicht verkaufen. Und dann gehe ich erstmal zu einem Händler. Hier, die kann man verkaufen. Die kann ich verkaufen. Ich kann erstmal alles hier sammeln. Und dann kann ich gucken hier, wie viel bekomme ich bei dir? Ich bekomme bei dir 20 Kupfer dafür. Man bekommt aber in der Handelsgesellschaft deutlich mehr. Zumindest habe ich das so in Erinnerung. Für hergestellte Waffen. Was? Zum Beispiel der Bronzedolch, den ich nicht verkaufen möchte. Den habe ich mir zweimal hergestellt, aber... Der ist 3 Silber wert. Es lohnt sich gerade, den nochmal zu machen. Einfach, weil es Money ist. Ich muss gerade mal gucken, welche Reihenfolge die jetzt hier sind. Ob ich die jetzt... Das sind die, die ich... Hier stehen jetzt die, die ich nicht verkaufen will als allererstes. Was soll denn der Spaß? Okay, den Dreizack würde ich auf jeden Fall verkaufen. Ach, ich mache das jetzt nicht in der Handelsgesellschaft hier. Also bei dieser mächtige Bronzedolch würde ich eigentlich nicht verkaufen, aber ich verkaufe ihn jetzt. Aber für den Preis, das ist unglaublich. Habe ich nicht gedacht, dass ich das dafür bekomme. Den können wir ja auch verkaufen. Den auch, oder? War das Level 10er? Gut. Und das ist jetzt hier mein kompletter Waffenschmied. Ich habe halt meinen Nekromanten für leichte Rüstung und Juwelier ist der, glaube ich. Und dann habe ich noch jemanden für mittlere Rüstung, aber halt alles nicht hochgeskillt bisher. Tut mir leid. Dich will ich nicht mehr haben, ich so gesagt, okay. Dich brauche ich fürs nächste Level. Ich bin ja schon fast Level 15. Ne? Fehlt nicht mehr viel. Lass mich nochmal den Kraftdolch herstellen, er liegt gerade gut im Kurs. Waffenschmiedstation. Mächtiger Bronzedolch, grüne Inschrift. Das dauert lange, ey. Das dauert wirklich lange. Oder links hätte man noch auf 2 drücken können, wie so einfach. So. Alle herstellen, zack. Sag. Verkaufen. Sag mir bitte, dass sie das waren. Die sind echt ordentlich was wert, ne? Verkaufen. 3 Silber noch was. Ob ich da jetzt einen Gewinn mache, insgesamt, das weiß ich natürlich nicht. Ob man da jetzt einen Gewinn macht. Die Materialien sind natürlich auch noch was wert, aber es levelt den Beruf und gleichzeitig habe ich das Gefühl, was wiederzubekommen. Generell, am Anfang ist es so, man stellt immer zu viele Sachen her, man hat halt immer so einen Überschuss an Sachen. Und ja, es ist so, man muss was verkaufen. Jetzt kann ich noch eben zur Handelsgesellschaft und mein ganzes Gold in Empfang nehmen, auch von vorher. Es ist nicht nur das Gold von da und ich nehme alles. Da ist die Kraft. Und ja, hier können wir auch diese Schneeflocken, hätte ich mir hier auch im Handelsposten kaufen können, wenn ich jetzt unbedingt damit was herstellen wollen würde, aber ich... Ob es jetzt Heilkraft ist oder Präzision oder so, das ist völlig egal hier am Anfang. Macht man sich da keine Gedanken. Später hat man halt die Wahl zwischen allem. Da wird es dann auch interessant, was stelle ich her, was brauche ich selber, was brauche ich nicht. So. Ich brauche mal eben noch hier so einen Händler. Ach, Skins werden da verkauft. Da habe ich jetzt die Hoffnung auf einen normalen Händler. Da ist einer. Ich beende nämlich den Part an dieser Stelle. Bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war einigermaßen spannend. Obwohl wir jetzt halt irgendwie nur so Sachen gemacht haben.
Hier, bla bla. Excelsior. Brauchen wir nicht mehr. Jetzt habe ich gar kein Dolch mehr, ne? Ist egal. Ich brauche, ich kämpfe mit Dolch gerade nicht. Ich habe mich jetzt für die Kombo oder für die Stabkombo entschieden. Also Stab ist keine Kombo. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ja, Berufeskillen haben wir jetzt hinter uns erstmal. Werde ich zwischendurch immer mal wieder nur kurz machen oder halt... Ja, werde ich irgendwie schon machen, dass es nicht so überwiegend ist. Wir haben insgesamt ein gutes Level geschafft. Wir haben ja so, auf dem Level haben wir heute angefangen. Mit der Story sind wir dann gut weitergekommen. Ich würde dann halt sehen, Story weiterspielen ist nicht. Wir müssen dann in die nächste Karte. Ich sag mal, bis zum nächsten Mal und tschüss.